Heute geht es um das Thema Schwertarbeit. Im klassischen Smigran Wing Chun, ganz zu Anfang, gab es nur einen Schritt. Das ist der Gaeching Bo. Also der, wie wir in der Chamkyo haben. Einfach hier aus dem Gaeching Ma den Schritt. Kurzer Schritt, nicht weit für Nahdistanz. Wenn wir hier sind und er will mich angreifen als Boxer oder sowas und ich will jetzt die Distanz nochmal überbrücken, dass ich hiermit geradeaus vorgehen kann. Was anderes gab es nicht. Es gab keinen Rückwärtsschritt, es gab keinen Schritt für lange Distanzen zu überbrücken und so weiter. War für damals genug, ist für heute nicht mehr genug. Was wir heute brauchen in einem normalen Kampf draußen, sind auch Rückwärtsschritte und ich kann jetzt nicht, wenn ich so stehe, habe ich ein ganzes Video drüber gedreht, geh mal höher, und wenn ich jetzt hier unter Druck komme, drück mal, kann ich jetzt nicht mit dem Gaeching Bon rückwärts gehen, weil ich ja jetzt auf einmal, ich stehe sowieso schon auf dem hinteren Bein, jetzt kriege ich hier Druck und kann nicht mehr das Gewicht nach vorne verlagern, um dann rückwärts zu gehen. Geht nicht, dafür haben wir in unserer Linie den Schlangenschritt eingeführt. Hier kommt also Druck und dann gehe ich zum Rückwärts. Also den Schlangenschritt zum Rückwärts gehen, kann man auch vorwärts mitgehen. Dann haben wir als nächste Möglichkeit noch einen Schritt eingeführt, um längere Distanzen zu überbrücken. Warum müssen wir in der modernen Selbstverteidigung auch lange Distanzen überbrücken? Kann ja zum Beispiel sein, dass du jetzt, da würde ich mich ja nicht drauf einlassen, deine Kickdistanz. Ich fange jetzt nicht an und renne in seine Kickdistanz rein. Aber es könnte sein, er dreht sich rum, greift in den Kofferraum und da sehe ich schon einen Baseballschläger. Jetzt macht es wenig Sinn, so auf den Zug zu marschieren, sondern jetzt macht es Sinn, Schritte zu machen, um größere Distanzen zu überbrücken. Dafür kann man einfach mal einen Übersetzschritt machen, kann man auch zwei verschiedene Varianten machen. Aber wenn ich einen Übersetzschritt mache, mache ich erstmal einen großen Schritt nach vorne und dann mit dem hinteren und stehe schon wieder in meiner Distanz. Kann natürlich die Sache auch mit einem Kick abschließen. Mit dem ersten Fuß habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn so aufsetzen, um jetzt hier reinzukommen. Hat den Vorteil, ich stehe schon gleich richtig, um jetzt hier weiterzulaufen. Was auf der Straße von Vorteil sein kann, wenn du das mit dem Turnschuh machst, was ich jetzt als nächstes mache, du kannst nämlich auch so machen, dass ich erstmal so aufsitze, jetzt bin ich nämlich geschlossen, jetzt hat es den Vorteil, ich stehe hier noch geschlossen, komme jetzt rein und drehe jetzt den Fuß erstmal. Wenn es darum geht, dass er weit genug weg ist und ich sehe, er greift das in seine Tasche und ich denke mir, ich will den Distanz überbrücken, stört mich das nicht, dass ich unten offen bin, aber ich stehe sofort hier, wo ich sein will. Dann haben wir noch die Möglichkeit von einem Z-Schritt, da haben wir verschiedene. Zum einen, Z-Schritt geht immer dazu, dass ich auf die Flanke komme. Flanke bedeutet, wenn du mir zum Beispiel den Bauch drehen willst, dass ich jetzt erstmal hier rauskomme aus dem Brennpunkt und dann würde ich erstmal hier hingehen und da wieder rein und da habe ich meinen Z-Schritt gemacht. Also Z-Schritt, ganz easy, nach hier und dann hier mit einem Gaeching, boom, wieder abgeschlossen und der Z-Schritt ist fertig. Ich kann aber auch, ich nenne es mal einen angedeuteten Z-Schritt machen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier im Jitsi-Kingang mache und ich will so ein bisschen auf die Flanke nur kommen, bin aber schon in der Faustdistanz, kann ich einfach ein Stück nach hier gehen, den Fuß hier ranziehen und bin auf der Flanke. Das heißt, von hier bin ich auf der Flanke. Wenn ich jetzt mit einem Fuß vorne stehe, Jitsi mache und will auf die Seite, würde ich ihn so machen. Wenn ich auf die andere Seite will, ist es eher so ein Reinfallen, indem ich hier rüber gehe und dann hier reinkomme. Ja. Trainieren kann man das sehr gut. Wenn wir zum Beispiel, du gibst mir jetzt Kettenbaustoß, langsam, 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 und ich gebe hier Kettenhandflächenstoß.
und komm hier raus, irgendwann mal auf die Flanke mit der Faust und geh hier unten in diesen Schritt. Kann man auch machen, indem es erstmal statisch ist. Du hast die Faust hier, ich komme hier nicht mehr vorbei. Schritt, Schritt, habe hier kontrolliert, stehe hier außen. Genauso können wir das dann auch machen. Ich stehe so im Peking mal, du gibst mir einen Kettenvorstoß und ich versuche jetzt erstmal auf die Flanke zu kommen oder auf die Flanke zu kommen. Ja, das ist unser normales Zweierprogramm, was wir jetzt hier haben. Flankenarbeit. Okay? Was haben wir noch für einen Schritt? Haben wir noch was? Kreuzschritt, aber der kommt später. Kreuzschritt kommt später für Kampf gegen mehrere. Aber ich kann mir kurz zur Vollständigkeit halber machen, wenn ihr zwei jetzt da steht, ich will jetzt hier hinkommen, weil ihr zwei meine Gegner seid, würde ich persönlich jetzt weniger den Schritt so machen, um da an die Flanke zu kommen, sondern hier im Kreuzschritt hinkommen und jetzt bin ich da. Immer eine gute Variante. Ist aus der Holzpuppe, der Kreuzschritt. Ja, das sind mal so ein bisschen zusammengefasst die Schrittarbeiten, die wir machen. Für euch wichtig, wir fangen an mit dem Gätchenbo. Der muss stimmen, hier muss immer so weit, wie ich den Fuß nach vorne setze, so weit muss er nachgezogen werden. Beide Füße 45 Grad zur Linie, wenn ich hier mich in genau die Füße stelle. Es muss eine Linie sein, einspurig. Ich sitze auf dem hinteren Bein, beide Füße 45 Grad, schulterbreite Füße. Wenn ich mich aus dem Yi-Chi-Ki-Gang mache, drehe, wie in der Form, habe ich genau den Abstand. Und wenn ich jetzt einen Schritt mache, geht er ein bisschen nach vorne und genauso viel zieht er hinten nach. Das ist die erste Schrittarbeit, die wir jetzt starten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren und so weiter. Ciao!